Lebensmittel, für uns eine Selbstverständlichkeit. Wenn wir Hunger haben, kaufen wir ein. Doch 2/3 aller Lebensmittel weltweit werden nie gegessen. Der Anteil dieser Lebensmittel an der Gesamtmenge entspricht 1,3 Milliarden Tonnen pro Jahr. Sind wir uns dessen überhaupt bewusst? Lebensmittelverschwendung ist ein immer größer werdendes Problem, global wie regional. Aber es gibt auch viele Menschen, die etwas dagegen unternehmen wollen. Wie das im Landkreis Sigmaringen aussieht, schaue ich mir heute an und werde dafür von der Online-Redakteurin zur Foodsaverin. Los geht's! Wer Lebensmittel retten will, ist bei der internationalen Bewegung Foodsharing richtig. Auf www.foodsharing.de sind alle Informationen zu finden. Das Prinzip ist aber einfach. Die teilnehmenden Betriebe geben übrige Lebensmittel ab, anstatt sie wegzuwerfen, an die sogenannten Foodsaver. Wer Foodsaver werden will, hat so einiges zu beachten. Es gibt Regeln zur Abholung, zum Verhalten, zur Hygiene und zur Sicherheit. Damit Foodsharing sicherstellen kann, dass sich alle Mitglieder an die Regeln halten, gibt es zu Beginn einen Online-Test. An den wage ich mich jetzt. Drückt mir die Daumen, ich leg los. So, ich bin jetzt durch mit dem Test, habe erfreulicherweise auch bestanden und für mich steht jetzt die erste von 3 Einführungsabholungen an. Ich weiß noch nicht genau, was es mit den Einführungsabholungen auf sich hat, aber zum Glück habe ich ja Renate, die wird mir alles gleich ganz genau erklären und ihr kommt mit. Hallo, ich bin Renate. Hallo Renate, super schön, dass es heute geklappt hat. Stell dich doch ruhig mal kurz vor. Ja, hallo. Schön, dass ihr heute auch dabei seid. Mein Name ist Renate Siegrist. Ich bin eine Foodsaverin und Betriebsverantwortliche und stelle euch heute den Biopoint vor, wo du dich ja als neue Foodsaverin eingetragen hast. Ich erkläre dir ein paar Regeln, wie das hier so abläuft. Als erstes, wenn ihr ganz neu seid, braucht ihr 3 Einführungsabholungen. Die macht ihr mit den Betriebsverantwortlichen. Die erklären euch so die Regeln, den genauen Ablauf und auf was natürlich auch zu schauen ist. Und wenn ich dann durch bin mit den Einführungsabholungen, wie oft komme ich denn dann so zum Einsatz als Foodsaver? Also es ist immer ganz unterschiedlich, wie oft man sich im Monat gerne auch engagieren möchte. Und dann kommt man so 1 bis 2 Mal im Monat, kannst du dich eintragen und kommst dran und entweder alleine oder natürlich auch, wenn nochmal ein zweiten Slot, also nochmal so ein Button offen ist, dann auch mit einer zweiten Person zusammen. Also je nachdem, wie oft man Zeit hat und natürlich auch Lust. Okay, also ich habe jetzt auf jeden Fall Lust, mal reinzugehen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Je nach Betrieb kommen ganz unterschiedliche Lebensmittel zusammen. Brot, Nudeln, Joghurt, Milch oder wie hier vor allem Obst und Gemüse. Kaum zu glauben, diese ganzen Lebensmittel wären ohne den Einsatz von Renate und den anderen Foodsavern in der Tonne gelandet. Also, wir sehen hier ja schon jede Menge Lebensmittel. Die kriegen wir dank dem Biopoint und hier arbeitet Anja. Und ich will jetzt mal wissen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, mit deinem Betrieb bei Foodsharing mitzumachen? Foodsharing kam auf mich zu, vor ungefähr 1,5 Jahren, hat gefragt, ob ich an dem Verteiler mitmachen möchte. Und wo ich natürlich sehr begeistert war, weil ich eben diese No-Waste-Linie auch fahren möchte. Ich bin im Bioladen und dann habe ich gesagt, ja, ich will. Sehr gut, richtige Antwort in dem Fall. Und meine Frage an dich wäre jetzt, woher kommen die Lebensmittel und wieso werden sie an uns Foodsaver weitergegeben? Also es sind Lebensmittel, die zum Teil, wie bei Äpfeln, wo wir jetzt ins Frühjahr gehen, Lagerschäden entwickeln, weil sie einfach durch sind durch das lange Lagern. Oder wir zum Teil auch Qualitätsmängel haben bei der Lieferung und zum Beispiel Trauben, die sich jetzt innerhalb von zum Teil 24 Stunden von einer wahnsinnig super Traube zu leider Produkt entwickeln, wo dann einfach nicht mehr in Verkauf gehen können. Und da sind wir froh, dass wir das den Foodsharing mitgeben können. Freut mich. Jetzt ist es ja so, dass Betriebe nicht nur von Foodsharing Besuch bekommen, sondern viele Betriebe bekommen auch Besuch von der Tafel, die Lebensmittel abholen. Worin liegt der Unterschied? Wieso sind jetzt wir als Foodsharing hier und holen diese Lebensmittel? Also wir sind keine Konkurrenz zur Tafel und die Tafel hat auf jeden Fall Vorrang. Und das, was die Tafel nicht mitnehmen kann, das nehmen wir mit und verteilen sie weiter. Ganz nach dem Motto, teilen statt Tonne, sodass nichts in der Tonne, also in der Mülltonne landet. Und wir geben natürlich immer das als Motto weiter, macht auf jeden Fall was draus, bevor es jetzt in der Mülltonne landet. Also, dass man da draußen einen leckeren Smoothie machen kann, dass man das Obst vielleicht schnell verarbeitet, Marmelade einkocht oder Säfte draus macht. Und man kann ganz viele kreative Ideen einsetzen und natürlich schnell das Obst und Gemüse verarbeiten. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir werden hier mal kreativ. Ja, auf jeden Fall.
Okay, also es sind jetzt doch ganz schön viele Lebensmittel, 2 Kisten. Kriegst du die denn immer alle weg oder wie machst du das? Also ich verteile die an meine Freunde oder Familie, Bekannte. Und das, was ich nicht verteilt bekomme, dafür gibt es den Verteiler und den zeige ich dir jetzt. Komm mit. Okay, los. Ein prall gefüllter Schrank in der Wand. Wo stehen wir hier? Was ist das? Also das ist unser Verteiler. Der ist heute gefüllt mit unseren geretteten Lebensmitteln. Und hier darf jeder Lebensmittel reinlegen, die er möchte, aber natürlich auch rausnehmen. Wir freuen uns natürlich über neue Leute, über Zuwachs, die wir bekommen. Denn umso mehr Foodsaver wir haben, denn umso mehr können wir auch Betriebe ansprechen. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Jeder darf mitmachen, egal ob neuer Betrieb oder natürlich auch neuer Foodsaver. Sehr gut. Ich bin ab jetzt einfach Online-Redakteurin und Foodsaverin und ich hoffe, ich treffe euch bald am Verteiler oder in einem Betrieb. Macht mit!